Was geht, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zum sechsten Placement Game hier auf dem Channel Elite Gamer Group. Ich bin heute mal wieder Nami. Ich bin Nami und ja, machen hier die Nami Miss Fortune Combo, eine sehr beliebte Combo gegen die Azure Blitzcrank Combo. Sehr schlechte Combo. Wir stehen jetzt 4, nee, doch 4-1, sind im sechsten Game. Und ja, wir werden mal sehen, wie sich das Ganze hier noch entwickelt in unserer Promo. Bis jetzt ist ja ganz gut gelaufen. Hatten wir natürlich ein Game, wo der Florian hart getrollt hat. Klar, das kannst du dann nicht gewinnen. Aber ansonsten lief es bis jetzt ganz gut. Und ja, mal sehen, Pantheon Jungle ist immer gefährlich. Aber im Late Game bringt er einfach mal so gut wie gar nichts. Von daher mache ich mir da fürs Late Game nicht allzu große Sorgen. Joa. Okay. Ich spiele gegen Roger Federer. Da. Bin ich mal gespannt, was der so drauf hat in LoL. Und ja, Rengar startet hier. Ich weiß gar nicht, warum Lissandra pullt. Hat jetzt den übelsten Nachteil. Nicht Advantage. Disadvantage, ja. Hat jetzt hier schon einen Creep verpasst. Zweiter hat es auch nicht bekommen. Ist nicht gut, ist nicht gut. Vor allem, also ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee kommt, was da ein Auto-Attack und eine Q von der bringen soll. Also keine Ahnung, was die da geritten hat. Blitzcrank zeigt direkt, was er kann. Das ist bis jetzt noch nicht so viel. So, machen wir hier mal einen guten Trade. Azure muss schon den Healpot reinschmeißen. Fortune hat ihren noch parat. Wir werden gleich unser Level abkriegen nach dem Creep. Da müssen jetzt ein bisschen weggehen, klar. Kleine XP-Advantage, weil die große Wave hier noch nicht geklärt haben. First Blood für Darius und der ist noch gut am Leben, sag ich mal, verreckt nicht. Ja, falls ihr im Hintergrund mal irgendwelche Stimmen hört, lasst euch dadurch nicht irritieren. Hier wird mal wieder LOL gesuchtet heute. Dementsprechend spielt das ganze Haus gerade. Und wir setzen unser Autotext drauf. Können eigentlich auch mal nochmal einen W-Spell reindrücken. Ja. Blitzcrank zeigt auf jeden Fall, dass er nichts kann mit Blitz. Bis jetzt zumindest war das richtig wack, was der da gemacht hat. Wack, 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 wack. Pantheon ist top, ich brauche also nicht Warden. Mitte ist zwar weg. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Erstmal räuspern. Dass das daran liegt. Ja, Blitzcrank kann auf jeden Fall einiges. Ja, da ist nämlich die Midlane schon wieder. Und deshalb können wir uns die Ward hier sparen. Wir werden dann gleich einfach das Trinket setzen. Und ja, die beiden spielen das hier gerade sehr defensiv. Ist natürlich verständlich. Bei einem Blitzcrank, der keinen Hook trifft, würde ich das auch erstmal defensiv angehen. Dementsprechend sieht es auch gerade hier vom Farm aus. SW hat jetzt schon ein paar gemisst. Und da zeigt das wieder, wie er die Minions grabben kann. Der macht das schon wie kein Zweiter. Der ist nicht ein. Also, er trifft seine Grabs immer, nur halt nie ein Champion. Kann man sagen. Und ja, ist halt vielleicht ein kleiner Nachteil, wenn er das so weitermacht. Schade, dass Darius da jetzt stirbt gegen Riven. War ein knappes Ding. Aber naja, machst du nix. So.
Mein Hund bellt im Hintergrund. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Kommt jetzt wieder ein Grab. Diesmal trifft er. Herzlichen Glückwunsch. Werde ich mir ins Notizbuch schreiben. Erster Grab 5:30. Der nichts gebracht hat. Sondern er dafür gesorgt hat, dass sie jetzt noch ein bisschen mehr behind sind. Vor allem, weil ich healen kann und der Blitzcrank natürlich nicht. Und zweiter Grab. Ich gucke gleich auf die Uhrzeit. Ich muss noch kurz den Kill holen. Ist immer so eine Sache. Sollte da nicht so kommen. 10 Sekunden runterrechnen, 55. Also 5 Minuten 50, nächster Grab. Getroffen. Hat dafür dazu geführt, dass Ezreal gestorben ist. Hat's auf jeden Fall drauf, der Blitzcrank. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Vielleicht wird er seine Stärke erst im Late Game ausspielen. Was auch immer. Geben wir dem noch einen kleinen Spell. Nehmen wir uns einen Speedboost, gehen in den nächsten Busch und kaufen jetzt den Kelch. Ich denke mal, ein Kelch, eine Pink Ward. Das wird so sein, was jetzt gekauft wird. So, Kelch, dann können wir schön immer ein bisschen mehr pressuren, weil wir ja keine Mana-Probleme damit haben sollten. Haben jetzt natürlich keine Ward dabei. Für unseren Spielstil sehr ungünstig, da wir die ganze Zeit am Pushen sind. Ich könnte aber die Pink Ward genau da hinsetzen. Dann sollten wir auch alles im Blick haben. Die bleibt dann ja auch erstmal für einen unbestimmten Zeitraum, bis der Jungler kommt zumindest. Aber ich gehe davon aus, dass Miss Fortune das Ganze jetzt hier wieder an den Turret pushen wird. Reicht, reicht. Immer ruhig, immer ruhig. Wir kriegen den Damage schon noch drauf. Das passt schon. Also er hat sich die Träne gegönnt. Schon ganz guter Damage. Hat schon BF-Sword. Nice. Ich könnte hier eigentlich ein bisschen mehr zonen. So dass sie halt nichts davon abkriegt. Ja, der wird 100% nicht weggehen. Ja, ich kann mich davon treffen lassen. Kein Problem, weil ich heal mich jetzt. Und ich habe den Spell noch nicht mal getroffen. Das ist natürlich peinlich, peinlich. Aber ich sollte mal die Stacks von meinem Item runterkriegen. Ich habe schon wieder 3 jetzt. Eine relativ lange Zeit. Ist natürlich gefährlich. Der Blitzcrank, es kann immer mal wieder sein, man hat es gesehen bei Minute 5:30 und 5:50, dass ein Grab gerne mal trifft. Und deshalb ist das immer eine gefährliche Angelegenheit. Dann hier zu versuchen, ohne Minions irgendwie Auto-Attacks auf einen Blitzcrank rauszukriegen oder auf einen Ezreal, wenn daneben der Blitzcrank steht. Ist halt immer eine schwierige Sache. Jetzt kriege ich mal ein Spell raus. Dann geht es immerhin auf Cooldown. Das heißt, jetzt wird hier wieder, jetzt lädt das ja erstmal wieder auf. Da macht es dann auch keinen Unterschied, ob ich gerade. Da kommt der Pantheon Ulti. Schade. Da konnten wir nicht mehr so viel machen. Hat sie, glaube ich, auch noch ihr Heal gewastet. Naja. Wir gehen jetzt für Drake. Ja, gleich mal nachgucken. Alter. Meine Fresse, bis wohin followen denn die Minions, ey? Ist ja ein Witz. Ja, die haben jetzt den ersten Drake schon gemacht. Natürlich kacke. Resultierte halt daraus, dass Pantheon Bot ulten konnte ohne Probleme, weil wir halt die ganze Zeit sehr offensiv stehen. Und dadurch haben sie halt Miss Fortune bekommen, dann war es halt ein Easy Drake für die. Weil da konnte ich jetzt nicht mehr so viel noch machen. Aber nun gut, steht ja noch 4-3, also kein Grund zur Panik. Darius
Führt auch wieder gegen Riven. Hat 10 CS und einen Kill mehr. Schon gar nicht mal so übel. Jetzt muss man immer aufpassen. Jetzt habe ich halt die Wards nicht. Bauch. Lol, was macht die denn? Okay. Das war jetzt unerwartet. Da habe ich mich gerade an der Nase gekratzt und die Viz Fortune wird einfach mal gegrabt. Naja. Darius geht weiterhin ab. Viz Fortune hat jetzt leider eine dumme Aktion gebracht, was uns hier auf der Wotlane sehr zurückgeworfen hat. Nicht nur der Kill jetzt eben für Pantheon, gut, da konntest du nichts machen, aber das gerade war jetzt schon sehr unnötig. Aber zum Glück ist seine Trefferquote bei mir immer noch sehr gering. Vom Blitzel. Gank in der Mitte. Es war nichts passiert. Alles okay. Ja, ich glaube, momentan können wir ihn halt noch fighten, weil er noch nicht back hat, back war. Swatchen hingegen war halt jetzt, dadurch, dass er tot war, schon back. Jetzt kommt der Grab. Nein. Swatchen steht jetzt auch nur noch am Tower rum. Ist hier jetzt AFK oder was? Anscheinend. Da ist sie wieder. So, da haben wir wieder zwei. Ne, eins Stack wegbekommen vom Item. Man muss das jetzt halt geduldig weiterspielen, das Farmspiel. Dann sollte hier nicht allzu viel noch passieren. Mal sehen, wie es dann im Late Game schlussendlich aussehen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob Miss Fortune da so rasieren kann. Ich denke mal, da kommt jetzt wieder eine Ulti. Oder? Wo ist Pantheon? Wir sehen ihn nicht, deswegen sollten wir mal ein bisschen defensiver gehen. Miss Fortune pusht aber konstant weiter. Okay. Pantheon ist Mitte. Mit der Information und dass er auch noch nach oben hinweg geht. Ach du Kacke. Ja, können wir hier mal endlich mal wieder einen Kill holen? Beziehungsweise ich. Ist ja jetzt schon mein zweiter. Da ist Blitz. Was macht der? Interessanter Move auf jeden Fall. Unnötiger Flash. Oh mein Gott. Okay, gut, da deshalb ist er wahrscheinlich gekommen, weil er die Ulti von Pantheon erwartet hat. Aber der Flash von Miss Fortune, der war richtig sinnlos. Das war ein richtiger Waste. Hätte sie nicht machen müssen. Ich glaube, ja, doch, Mobility kann gegen Blitzcrank nie schaden. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht der beste Blitzcrank ist, kann man es trotzdem mal kaufen. Die 5er Boots spiele ich sehr gerne auf Nami. Ich glaube, ich habe die bis jetzt auch in jedem Game gespielt. Kann sein, dass ich einmal die Cooldown Boots genommen habe. Aber nun gut, Darius. Finde ich krass, dass er die Riven so outplayed anscheinend. Immer noch 10 CS vorne. Ich geh mal kurz warden. Ich hoffe, die verreckt er jetzt nicht. Alter Vater. Was macht die denn? Okay. Haben wir immerhin einen Flash rausbekommen, aber Miss Fortune macht schon ein paar Plays, die sehr fragwürdig sind.
Jetzt können wir. Ah, ne. Geh nicht deep. Hätten wir vielleicht ausmachen können, wenn die jetzt irgendwie Warden gegangen. Stimmt Drake's wieder ab. Hä? Ah, jetzt. War wohl gerade am Spawnen. Den können wir aber nicht machen, weil da auch noch Rice ist. Und Rice like a Phoenix. Miss Fortune. Miss Fortune, du alte Schabracke, ey. Wo bleibt die? Ey, ganz ehrlich. Kannst du mir nicht erzählen, dass die das nicht gesehen hat? Das ist traurig. Miss Fortune reagiert nicht. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt Depri war und einfach farmen wollte, weil sie da gerade gestorben ist, unnötig vorher. Kein Plan, aber auf jeden Fall lässt sie mich da einfach sterben. Die hatte einen easy Kill bekommen. Wollte sie nicht, dann halt nicht. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Naja. Mal wieder keinen Drake bekommen. Müssen wir langsam mit aufpassen, dass die nicht nachher zu viel kriegen. Weil die haben jetzt schon zwei. Na gut, da war nicht mehr viel zu dodgen. Mach Schaden. Aber naja. Mit Nami kann man sowas immer relativ leicht noch umdrehen, so ein Fight. Und das selbst ohne Ulti, da bin ich jetzt selber verwundert. Schade, Lissandra kommt nicht ganz ran. Und jetzt kann ich mich einfach wieder hochheilen und dann war das ein super Fight für uns. Da kann man. Gut, ich muss halt Ignite dafür nutzen. Aber Blitzcrank zeigt wieder seine Mechanics. Übrigens, er hat eben Hook auf mich getroffen. Ne, jetzt schon zwei, ne? Aber zweimal hat es dann zum Kill für uns geführt. Von daher nicht allzu schlimm. Dann kann er so ruhig treffen, wenn wir dann dadurch Kills kriegen. Dann ist das okay. Dann bin ich gleich schon wieder voll. Durch den Kelch ist die Mana-Regel natürlich auch relativ hoch. Da habe ich jetzt scheiße reagiert. Da hätte ich ein bisschen schneller einen Heal der Miss Fortune geben sollen. Damit der auch stirbt, der Rice. Weil der wäre dann 100 pro verreckt durch meinen Damage noch. Pantheon wird geshutdowned. Ja, Pantheon ist immer behindert. Early Game ist der halt richtig stark. Aber ab dann kann er nur noch schwächer werden. Entweder baut er ihn an Tank. Dann ist er halt ein ganz normaler Tank wie jeder andere auch. Mit einem Stun. Aber keine Ahnung, wenn man sich Darius anguckt. Der geht auch. Ja, er geht zumindest tanky. Aber also entweder baut er halt diesen ganz normalen Tank. Dann bringen ihm aber seine ganzen Kills nichts mehr, weil er halt höchstens noch viel aushält, aber den kann man dann auch einfach ignorieren. Oder er baut ihn halt squishy. Und da ist dann, vielleicht kann er einen holen, aber danach wird er auch einfach geone-shottet. Das sind die beiden Wege, die man halt dann bauen kann. Fortune lässt sich wieder grabben. Mal sehen, ob das einen Kill für uns gibt. Boah, die Bubble war nicht drauf. Kannst mir aber nicht erzählen. Die war voll drauf. Warum geht die da nicht? Dieb! Lissandra kommt. Wir gehen einfach weg, damit Dieb. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Boah. Das war bitter. Okay, er kommt hinter uns.
Nee, 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 nee. Da hätte ich vielleicht die Bubble noch machen sollen. Du gehst jetzt hier weg. Okay, was der da gesucht hat, kein Plan. Das war jetzt vielleicht ein bisschen crazy. Naja. Er kommt immerhin weg. Also kein weiterer Kill für irgendjemanden. Der Drake. Wann kommt der Drake? 22:42. Okay. Müssen wir jetzt ein bisschen im Auge behalten, weil der Dritte, der wird dann schon abfuck, wenn die den auch noch kriegen. Deswegen sollten wir da gleich mal groupen beim Drake. Ich gehe schon mal mit in die Mitte. Scheiße. Oh, lol. Zum Glück war der Arm da zu kurz. Okay, hier ist nix. Da ist eine Pink Ward. Können wir mal clearen. So, jetzt haben wir schon mal eine gute Position hier. Bis auf die Tatsache, dass unser Jungler halt fehlt. Schade. Die wollte nicht, die wollte nicht. Von hinten jetzt Riven. So, und jetzt könnten wir zum Drake wieder gehen. Ist jetzt hier alles sehr taktisch gerade. Im Botlane nochmal gepressured. Immer wenn Blitzcrank jemanden grabbt, fällt mir mal so auf. Resultiert dadurch eine Chance für unser Team, guten Engage zu landen. Also irgendwie hat er bis jetzt noch nicht allzu sehr profitiert von seinen Grabs. Aber das wird ein guter Fight für uns. Weil jetzt schlitzt er einfach alles weg. Aber es ist ein richtiger Schlitzer gewesen. Vom Darius. Ich weiß gar nicht, ob wir den schaffen. Was ein Spasti, der Darius. Da wäre er vielleicht mal besser zu uns gekommen. Weil jetzt kommt gleich die Ezreal-Ult und stealt. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Ja, doch nicht. Alter, ist ja nochmal gut gegangen. Ich dachte schon, jetzt kommt hier die Ulti und versaut uns den noch. Aber naja, alles okay. Kaufen uns noch ein bisschen Cooldown Reduction. Kann nicht schaden. Wie viel haben wir? 20%. Geht auf jeden Fall noch einiges. Geben wir hier Speed Boost für den Darius. Der hat auf jeden Fall gerade gut aufgeräumt im Fight. Ich habe jetzt leider gar nicht gesehen, was Miss Fortune gemacht hat. Ich weiß gar nicht, hat die ihre Ulti gesetzt? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Da war gerade sehr viel los im Fight. So, Darius wird jetzt einfach defen gegen Pantheon. Sind jetzt hier zu dritt in der Mitte, sollten also aufpassen, dass hier nichts Schlimmeres passiert. Blitzcrank hat ja aber backgeportet. Das heißt jetzt hier 3 gegen 3 in der Mitte. Pantheon konnte jetzt von der Botlane kommen, deswegen sollten wir schleunigst verschwinden. Nicht, dass er rein ultet. Wollen wir auch nicht. So, die wird sterben. Den Grab hätte ich zur Not abgefangen. Da hat er aber selbst gesehen, wenn er mich jetzt grabt, dann stirbt er nur wieder. Da kommt der Slow. Hast du keinen zweiten rausbekommen.
Lysandra killt dafür jetzt den Blitzel. Nee. So, den nehmen wir auch noch mit. Oh, da habe ich den mit der Wave bekommen. Das war jetzt lustig. Lustig. Oh Gott, ey. Boah, ich bin so erkältet, ey. Mir läuft die Nase, ey. Bin voll am Ende, Alter. Ist ja gerade große Grippewelle. Oh, ey, ich sollte mich nicht immer am Kopf kratzen oder irgend sowas, wenn wir gerade pushen. Auf jeden Fall gerade große Grippewelle. Ist echt immer eine Kackangelegenheit, wenn man dann aufnehmen will. Dann läuft die Nase nur. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr und ihr könnt das verstehen, weil sonst kann ich jetzt erstmal Max Range. Sonst kann ich halt demnächst keine Videos machen. Ja, den fange ich. Scheiße. Scheiße. Nein, nein, nicht sterben. Nein. Den killt er auch noch. Ja, ganz locker. Okay. Das Game sieht wieder sehr gut aus. Ja, that was cool. Ja, fand ich auch. War ein lustiges Spiel. Ich denke mal, das werden wir uns jetzt nicht mehr nehmen lassen. Haben jetzt hier auch vielleicht ein bisschen mehr Control über Drake. Ich hoffe, der Rengar ist jetzt sicher auf K. Wobei, das wird wahrscheinlich auch nicht allzu groß einen Unterschied machen. Man hat ja gerade gesehen, Darius, Lysandra, die beiden zerstören die alleine. 9-2 und 8-2. Bin ich relativ häufig für meine Verhältnisse sogar gestorben in diesem Game. Bei 16 Deaths bin ich davon alleine 4. Mal bin ich, Leute, habe ich Glück gehabt. Normal bin ich mit Nami immer ein bisschen safer. Aber naja. So kann es laufen. Miss Fortune lässt sich wieder grabben. Ja, mit der haben wir leider keinen guten Fang gemacht. Aber da kommt die Wave. Kommt der Slow. Und dann werden die einfach out-CC'd. Oh, war die schlecht, die Bubble. Eieiei. Ja, Miss Fortune hat einfach nur immer mieses Luck. Ja, dass wir dann immer noch was draus machen aus so einem Engage von der, ja. Lässt sich ja so oft grabben. Ich meine, wenn das Taktik war und sie geplant hat, dass sie da direkt rausflasht, dann nicht schlecht, aber ich gehe mal davon aus, dass das einfach nur ein Fail von der war. Jetzt stirbt's aber. Macht doch Schaden. Hey, jetzt habe ich voll mein... Na also. Habe ich voll mein Ignite gewastet, wollte ich schon sagen. Oh. Upsala. Da mal ein bisschen zu... sind wir ein bisschen zu deep vielleicht gegangen. Naja. Sollte nichts am Endresultat ändern. Wir haben schon 40% CDR. Deswegen gehen wir jetzt hier auf den Ability Power Stab, ja. 4, 5, 19. Denke ich mal ganz nice. Darius hat halt sehr viele Kills allein schon auf der Lane gemacht. Da konnte ich jetzt nicht viel supporten. Aber ja. Bin ganz zufrieden mit dem Game. Es wird dann wahrscheinlich das 5-1 werden. Ich bin mal gespannt, wo ich am Ende eingerankt werde, weil
Momentan habe ich Silber und Gold 5 Gegner und Mitspieler. Ich war letzte Season, bin ich in Gold 2, habe ich ja aufgehört. Alter, jetzt fangen die jetzt vorhin an. Und ja, ich habe das Gefühl, dass die Sperre einen gewissen Einfluss auf meine MMR hatte. Obwohl ich halt trotz 30 Tage lang nicht spielen, nicht downgerankt wurde, weil ich konnte halt nicht spielen, weil ich ja halt diese Sperre hatte, habe ich irgendwie das Gefühl, dass die MMR trotzdem irgendwie ein bisschen niedriger geworden ist. Naja. Machst du nix? Jawohl. Habe ich doch erreicht, was ich wollte. Nämlich ein bisschen mehr Damage. Okay. Scheiße, ich dachte, dadurch geht einer der beiden Tower zumindest down. Das ist aber leider nicht. Ah, ey, das war aber jetzt bitter. Dann war es eine dumme Aktion. Ich dachte, vielleicht können die Super Minions, wenn die jetzt nicht weiter clearen, einen Tower holen. Naja. Ändert trotzdem noch nichts daran, dass das hier jetzt das 5 zu 1 wird. Und ja, dann sind 6 Spiele schon rum. Bin ich mal gespannt, ob sich irgendwie meine MMR noch verbessert oder ob ich dann wirklich so im Gold-5er-Bereich eingerankt werde. Weil bei einem Lose bis jetzt trotzdem halt 3 Divisions praktisch niedriger zu sein. Also 3. Also anstatt Gold 2 halt Gold 5. Finde ich schon ein bisschen strange. Aber naja, wir werden sehen, was es so ergibt. Ja, diese Placement Series. Ich denke mal, wir können jetzt einfach mal ein bisschen weiter reinpushen, sollten wir zumindest mit den Super Minions. Und dann können wir das hier auch finishen. Da zeigt er wieder sein Spezialgebiet. Ist schon scheiße, wenn man als Blitzcrank gar nicht grabben kann. Beziehungsweise immer einen Kack-Grab macht, sodass die Gegner easy engagen können. Das ist schon nicht so gut. So, der Turret geht aber jetzt mal down, ne? Geht auch nicht. Ich habe gerade gar nicht auf den Blitzcrank geachtet, muss ich zugeben. Und trotzdem hat er den Grab nicht getroffen. So, dann holen wir jetzt mal den Turret. Ja, kommt er mit Homeguard hier rein, Alter. Jetzt kommt die Wave. So, 5 zu 1 steht es jetzt nach diesem Game. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.